Hallo und herzlich willkommen zurück zu Enslaved Odyssey to the West und dem Beagle. So, bevor ich ihr folge, möchte ich diese Kugeln einsammeln. Die beiden haben sich endlich bekannt gemacht miteinander, auch wenn er ihren Namen schon kannte, weil er hat irgendwann im Kampf gerufen, Trip, mach das mal für mich. Er konnte also quasi hell sehen. Der Monkey. Ups. In der Wildnis aufgewachsen. Wie Son Goku. Ein Hotel. Runter, bevor uns das Geschütz erfasst. Nichts gerne. Noch mehr Minen. Ich glaube nicht, dass wir hier durchkommen. Warte, ich habe hier eine Treibstoffquelle. Eine Energiezelle? Nein, die stammt noch von früher. Ist in dem Tank da. Sieht aus wie Erdöl. Benzin nennt sich das. Hey Monkey, wenn du zu dem Geschütz hochkommst, kannst du sie übernehmen. Ach ja? Und wie soll ich das machen? Mit Magie? Oh nein, 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 nein! Scheiße. Es wird schwächer. Vorsicht. Wie komme ich denn darüber? Das ist die große Frage. Okay, voll geladen. Lenk ihn ab. Mal dahinter. Meine Heilung sieht nämlich nicht mehr so gut aus, wenn ich ehrlich bin. Nee, ohne Witz, wie komme ich denn da hoch? Nicht von hier? Ah. Hier. Ich hoffe, der sieht mich jetzt nicht. Da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht, wenn ich ehrlich bin. Köder ist bereit, aber ich glaube, ich brauche von hier aus den Köder gar nicht mehr. Glaube ich zumindest. Andererseits. Sicher ist sicher. Es wird schwächer. Vorsicht! So. Na komm. Schieß auf den Tank. Ja. Ich erfasse Max. Und zwar eine Menge. Sie kommen direkt auf mich zu. Wo denn? Wo bist du denn? Jetzt doof. Oh. Noch mehr! Ach, da ist sie, okay. Ich stecke in der Klemme, Monkey! Ja! Ich sehe sie aber nicht. Ah, da, ich sehe sie doch. Verschwinde doch von da, anstatt überall stehen zu bleiben. Kann ich eigentlich dir... Ah!
Leute, ich kann so nicht zielen, aber ist okay. Trip kann meine Ausrüstung verbessern, aber wie? Das wurde mir nicht erklärt. Ich lieb's ja, die Steuerung ist so ungenau und ich soll damit schießen. Jawoll. Ich erfasse Max. Und zwar eine Menge. Sie kommen direkt auf mich zu. Ah, hätte ich mal gezoomt. Ah, oh, das meine ich, Leute. Das ist doch scheiße. Noch mehr. Ja, ist ja gut. Die müssten von hier kommen, ne? Ja. Trippy Kaka. Schon, ich krieg's nicht. Der Max setzt einen Funkspruch ab. Er fordert Verstärkung an. Schalt ihn aus. Welcher denn? Nein, komm schon. Nein, 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 nein. Ich glaube, das war der letzte. Nichts wie weg hier. Ach, schön für dich. Oh. Monkey. Mein EMP funktioniert wieder. Herzlichen Glückwunsch für dich. Das sind sehr anstrengende Passagen, muss ich sagen. Ey, Monkey. Willst du jetzt vielleicht mal? Dankeschön. Hey, warte. Ich habe eine Idee. Nein. Ich glaube, ich kann deine Ausrüstung upgraden. Ach. Gehen wir. Okay, Gesundheit. Was haben wir denn bei Gesundheit? In dem Fall. Ach, das war teuer. Schild. Erhöht die Anzahl der Schläge, die Monkey abblocken kann, ehe er Schaden nimmt. Auf jeden Fall. Leute, was? Achso. Schläge, was haben wir denn da? Erhöht Monkeys Feuerrad, erhöht die Maximum an Munition, die Monkey tragen kann. Erhöht die Dauer für die Gegner durch den Stunschuss gelähmt wird. Kampf. Viel wichtiger. Okay, Moment, das muss ich mir. Boah, das ist viel zu teuer. Ausweichen? Nein, das ist okay. Gehe ich nochmal hier hin. Was kann ich denn hier machen? Dafür habe ich nicht mehr genug. Das ist ja alles ziemlich teuer, ne? Deswegen würde ich auch ungern irgendwas da hinten zurücklassen an Teilen. Weil ich brauche die offensichtlich sehr. Mm-hmm.
Ist da noch mehr? Da hinten ist noch mehr. Lass ich bestimmt nicht zurück. Ich komme sofort wieder, Liebste. Beruhigen Sie sich. Die Welt ist in Ordnung. Ich brauche nur die Kugeln hier. Die sind essentiell für mich. Mein Überleben. Oh Gott. Ganz knapp. Und schon habe ich wieder 41.000. Ich könnte nochmal meine Gesundheit hochschrauben. Ist ehrlich gesagt gar nicht so ein schlichter Gedanke. Tschüss. Ich brauche mal hier... Bam. Gut. Und das nächste, worauf ich hinarbeite, ist, dass meine Gesundheit von alleine wieder hochgeschraubt. Also 60.000 dafür. Das ist in Ordnung. Das hatte ich liegen gelassen, weil dieser Match, Astro-Match, da echt einfach zu heftig drauf war. Das Geschütz. Entschuldigt, das Geschütz. Jetzt kann ich ihr folgen. Alles gut. Kannst du mir rüberhelfen? Nein, ich bin hier noch beschäftigt, Mädchen. Seht mal, wie schnell das voll geht. Das ist doch in Ordnung. Wie war das? Genau so. Und dann werfen, ne? Okay. Was blinkt denn da so witzig? Ach ja, meine Heilung ist ja völlig easy peasy. Gesundheit voll. Dass ich das nicht einfach mitnehmen kann, das ist so traurig eigentlich. So. Ach, Hügelchen sammeln, so wichtig. Eigentlich sind die schon relativ großzügig hier mit bei. Ich gehe jetzt erst sehr viel auf Gesundheit und Regeneration, weil ich habe das Gefühl, vom Kampf her, dadurch, dass ich ja gesagt habe, ja komm, mit dem Schwierigkeitsgrad bin ich mal großzügig mir gegenüber, ist es sinnvoller, wenn ich erstmal an dem arbeite, was mein Problem ist, und das ist meine Gesundheit. Okay, ich bin hier. Und ich behaupte, wir werden noch genug Gelegenheit bekommen, um danach noch dann anderen Kram richtig aufzuwerten. Natürlich, was? Echte Fische, wie können die noch leben? Wie wunderschön! Ja. Das ergibt keinen Sinn, sie sollten tot sein. Es ergibt sehr wohl Sinn. Das Sonnenlicht speist die Pflanzen. Die reichern das Wasser mit Sauerstoff an. Kleine Fische fressen die Algen und die großen Fische die kleinen. Ein geschlossenes Ökosystem. Wie mein Zuhause. Mein Vater hat unsere Gemeinschaft auch genau so organisiert, dass wir nie vor die Außenmauern müssen. Ach so, die kleinen fressen die großen fressen die kleinen? Und Strom, kondensieren unser eigenes Wasser. Wir haben alles. Außer einer Zukunft. Was meinst du? Ich weiß doch, wie das läuft. Einige verstreute Stämme verbinden sich unter einem visionären Anführer. Und bald darauf werden die Sklavenhändler auf sie aufmerksam. Was offensichtlich auch passiert ist. Es war nur ein Sklavenschiff. Hat nur ein paar von uns erwischt. Und wenn andere kommen? Wenn diese Fische es schaffen, mehr als 200 Jahre zu überleben, schaffen wir es auch. Was hat sie denn schon, woran sie glauben kann? So viel dazu. Oh nein. Die armen Fische, ey. Au. 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 Wie weiche ich noch mal aus? So nicht. Alter, was? Chip kann jetzt gar nichts machen. Seine Systeme sind überladen. Au. Er verliert die Kontrolle. Danke, danke. Au, ich merke das kaum. Ich hab's. Sieh mal,
Ja. Die Statue kriegt Risse. Hey! 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 Nee, so nicht. Hey! Füge ihm Schaden zu, damit er wütend wird. Ja, geil. Ja. Okay. Au. Wie war das mit dem Ausweichen nochmal? Ich weiß es nicht. Außer Kontrolle. Mach dir das zum Nutzen. Ja. Scheiße, Mann, ich bin am Arsch. Wie kann ich denn nochmal ausweichen? So weiche ich aus, okay. Au, so nicht. Er ist wütend, ne? Ja. Scheiße, Mann. Muss hier weg. Oh nein. Trip. Trip. Schon. Komm, du musst das Ding scannen. Ja, das mit den Fischen ist jetzt natürlich traurig. Sie haben eine Sightseeing. Ja, mit toten Fischen. Warum habe ich die Trophäen alle nicht? Ich habe das Spiel definitiv gespielt. Egal. Ich muss sagen, ich erinnere mich hier dran auch nicht. Habe ich das etwa aus irgendeinem Grund abgebrochen? Kapitel 3, Metallturm. Ich blende mich mal noch nicht an. Ich weiß nicht, ob eine Zwischensequenz kommt. Wo ist die Abschlussstelle denn? Da drüben. Wir kommen näher. Warte mal, da stand noch eine Heilung rum. Ich hoffe, er ist wieder voll geheilt. Müssen wir über diesen Abgrund? Siehst du den Metallturm? Vielleicht kommen wir damit rüber. Okay, ich suche uns mit der Libelle eine Route raus. Ich habe auf deinem Stirnbanddisplay eine Markierung angebracht. Wir können hier durch, aber da vorne sind Max. Wir haben wohl keine Wahl. Das ist so. Warte mal, Trip. Ich will sie mal Trish nennen. Ah, Trip und Trish ist nah beieinander. Da waren doch hier im Hintergrund, sag ich doch, Kugeln. Hier drüben. Ja, Moment. Die Kugeln sind wichtig für mich. Ich brauche 60.000, gute Frau. 60.000 ist nicht wenig, auch wenn ich echt viel Punkte hier kriege. Ah, da hinten. Er ist wieder voll geheilt, das heißt, es ist nicht ganz so tragisch, dass ich die Heilung nicht mitgenommen habe.
Leute, ich habe das Gefühl, ich habe das aus irgendeinem Grund abgebrochen zu spielen und ich weiß nicht, warum ich das getan haben sollte. Who knows? Who knows? Und wenn das so ist, naja, dann habe ich umso mehr einen Grund, das Ganze zu spielen, ne? Wenn ich das wirklich abgebrochen haben sollte. Manchmal ist es so schwierig, ich habe so viel Let's Plays geguckt in der Vergangenheit und gleichzeitig selbst gespielt, dass ich manchmal nicht mehr ganz sicher bin, welche Spiele ich gespielt habe oder nur gesehen habe. Direkt vor uns sind Max. Ja, die will ich platt. Vielleicht sollten wir sie irgendwie umgehen? Oder ich mache sie platt? Lass mich das ruhig machen, ist kein Thema. Ich mache das gerne. Ich kämpfe hier eigentlich relativ gerne. Hi, na, wie geht's euch? Wer denn von denen? Der da, ne? Dann ihn hier zuerst. Jetzt nicht mehr. Wie war das mit der Verstärkung? Na, Trish, Trip. Oh, ich bin voll. Ist in Ordnung, ne? Ging auch so. Warte mal. Mädel, warte mal. Ich kann hier hoch. Ah, guck mal einer, schau. Beeil dich! Ja. Mädchen, wenn du mich weiter belästigst, dann müssen wir unsere Kooperation nochmal überdenken, ja? Hätte ich übrigens da hinten auch hochgekonnt und dann darüber in die, auf die andere Seite? Tja, das werde ich nie erfahren. Wie süß hier einfach ganze... Ich glaube, für mich als Affe ist das keine Sackgasse. Das kann ich... drücke. Wie praktisch, dass uns... Ja, wie praktisch, dass uns niemals folgen kann. Ja. Und hopp, hopp. Achso, und ich selbst muss natürlich klettern. Was tut man nicht alles für die Lady hier? Ich finde, sie ist ein bisschen... Also, sie hat unglaublich viel... Monkey? Sie hat unglaublich viel Wissen und alles, aber sie ist auch ein bisschen naiv, ne? Muss man einfach so sagen. Die ist furchtbar naiv, die gute Frau. Warum versuchen die Max uns zu töten? Weil es so. Mehr können sie nicht. Wir sollten weiter. Hier ist es nicht sicher. Du fragst ja auch nicht, warum Löwe die ganze Zeit Gazellen jagt, ne? Es hat ja nie jemand gesagt, dass Roboter da anders sind. Ja, ich hätte irgendwie von da hinten dahin gemusst. Naja, jetzt habe ich ein paar Kügels verpasst. Wo ich das Ertränkkugeln brauche. Okay. Hey. Hey, ich habe was gefunden. Was denn? Moment, das hole ich mir gleich. Die Kugel ist wichtiger. 40.000 von 60.000, sehr gut. Wenn Trip bei mir ist, öffne. Das Zeug kann deine Wunden heilen. Wow, cool. Sieht aus wie eine Cola-Flasche. Coca-Cola als Heilmittel für die Welt. Ich weiß nicht, dann doch eher Sprite oder Fanta. Beratet sie mir, was seid ihr für ein Typ? Sprite, Cola, Fanta? Wenn überhaupt. Gibt ja auch genug, die solches Zeug nicht trinken. Für mich ist das immer so für Cheat Days. Zum Teufel. Alles okay? Hast du nichts gesehen? Monkey, da war nichts zu sehen. Ich drehe vor langsam durch. Das könnte an deinem Stirnband liegen. Nett. Es ist mit deinem Gehirn verkabelt. Es könnte Halluzinationen auslösen. Toll. Großartig. Das wird ja immer besser. Tut mir leid. Ich glaube ihr das sogar, dass ihr das leid tut. Das ist das Schlimmste daran.
Sie ist die schlechteste Sklaventreiberin aller Zeiten, weil ihr alles leid tut, was sie tut. So ein Monkey darf ja auch dafür, dass er der Sklave in der Runde ist, deutlich mehr entscheiden als sie, ne? Ich meine, ja, sie hat wertvollen Input und so, aber er entscheidet schon, was Sache ist. Okay. Da lang. Okay. Keine Astro-Match hier. Keine Max hier. Irritating. Aber er hat irgendwas aus der alten Welt gesehen. Wir haben vielleicht ein Problem. Einer dieser Max hat ein Schild. Oh, das ist schlecht. Warte hier. Ich mache einen Scan. Das ist voll die Profi-Libelle, Leute. Das ist unser Weg raus. Ich markiere ihn. Mit dem Mac da auf der linken Seite stimmt was nicht. Ich glaube, sein Feuerarm ist abnehmbar. Okay, vielleicht kann ich ihn abreißen. So, es soll so viel heißen, wie sie muss mal wieder alles hier Köder. Chip, lenk ihn ab! Sie sind aktiviert! Es wird schwächer. Vorsicht! Ja, ja, alles gut. Okay, voll geladen. Lenk ihn ab. Jetzt rüber links und nimm seine Waffe. Das war jetzt rechts, ne? Mhm. Ja, 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 ich bin dabei. Aua. Scheiße. Ist es ready? Leg ihn ab! Jetzt! Reiß ihn ab! Okay, sie ist in Sicherheit. Du hast es geschafft. Hab ich. Okay, jetzt geh zur Leiter und stoß hier runter. Hab ich geschafft, Mädchen. So, jetzt zu der Leiter, ja? Moment. Gib mir mal einen Moment. Ich muss mal einmal kurz. Hat er sich die Kugeln jetzt von alleine geholt? Da komme ich nicht mehr hin zurück, ne? Wo ist denn diese dämliche Leiter? Mist. Na gut. Hab ich mich wohl vertan. Oh, da ist auch noch eine Kugel. Ich glaube, Trip ist auch wirklich nur dann pissed, wenn ich sie komplett zurücklasse. Wo ist diese dämliche Leiter? Wie komme ich zu dieser Leiter hin? Ach so. Lässt sie mich denn so weit überhaupt gehen? Warte mal. Er nimmt nur die Treppe. Ah, doch, 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 doch. Ah, okay. Ich hoffe, das macht sie jetzt nicht irgendwie aggressiv oder so. So, oh, du lässt mich zurück, Monkey. Das geht nicht. Ich will mal kurz auf die andere Seite. Geh doch bitte. Hallo. Ich möchte auf diese Seite. Ach, dann nicht. Wenn ich gleich nicht mehr dahin zurückkomme, schwöre ich euch, bringe ich euch um. Ach, das kriegt er so hin, ja. Na dann. Na mal, was ist eigentlich hier unten? Oder ist das schon wieder No-Go wegen Trip? Ich komme sofort, Trip. Ich möchte nur... Falls wir nicht mehr hierhin zurückkommen, das sieht nämlich so aus. So. So. Sie ist sehr geduldig, ne? Dafür, dass ich hier mit einem Dünnekiss mache. Ich bin da. Siehst du, ich hab dich nicht vergessen. Ich hab nur meinen Kram gemacht. Ups, nein. Die Steuerung ist so ungenau.
Weißt du was? Das war gut, dass du den Feueralarm bemerkt hast. Oh, er lobt sie. Wie gesagt, sie ist ja auch einfach die unglaublich schlechteste Sklaventreiberin aller Zeiten. Sie entschuldigt sich ja für alles, was sie tut. So, dann wollen wir mal schauen. Hier müssen wir definitiv nicht lang. Wo müssen wir denn dahin zurück? Okay, interessant. Trip, wo bist du eigentlich? Wie bist denn du schon nach da oben gekommen? Kannst du mir das mal erklären? Will ich's wissen? Bist du mal... Monkey. Warte mal. Ah. Okay. Wow. Wow, 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 wow. Easy. Kumpel, easy. Warte mal, jetzt bin ich doch hier an der gleichen Stelle. Bin ich. Trip, wie bist du? Du bist die Treppe hochge... Sie ist die Treppe gelaufen. Deswegen ist sie so schnell nach da oben gekommen. Ja gut, Treppe laufen kann jeder. Wenn ich schon so klettern kann, dann möchte ich auch wie ein Affe daherklettern. So, Trip, ich würde sagen, die Folge ist vorbei, ne? Trip, habe ich mir sagen lassen. Na, ich bin größer als du. Ist aber auch nicht schwer. Okay, ihr Lieben, dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Mal sehen, ob wir dann unser Motorrad erreichen. Da kann ich dich nicht rüberbringen. Oh, warte. Ich kann hier durch. Oder okay, ihr unterbrecht mich. Herum. Das ist in Ordnung. Hier ist eine Sicherheitstür. Gib mir eine Minute. Ihr kriegt sogar mehr als eine Minute, weil ich mache jetzt einen Cut hier rein. Also, ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag und haut rein.